Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Wo hatte ich denn schon mal gehabt? Ah, genau. Und zwar ist es der Logistikkanal, heißt der auf YouTube. Und den habe ich früher immer gern angesehen, weil mich das einfach mal interessiert hat, wie das Ganze da mal abläuft. Und alter Falter, ey. Also. Ich habe alle seine Videos geguckt. Alle. Und das, was ich manchmal da gesehen habe, ey, also den ganzen. Ja, wirklich. Heavens Papierkram. Aufwand. Vor allem, was du alles dafür brauchst, das ist Wahnsinn. Boah, Junge, was wird das denn hier? Hammer, wo hast du deinen Führerschein gelernt? Vor allem dann diese Dumpingpreise von außen. Also, wie gesagt, er ist im informativ, ist er eigentlich richtig cool. Okay, was habe ich gemacht? Himmel, Herrgott. Zum Glück ist es nur eine Simulation, ey. Gut, dass ich keinen Lappen habe, ey. Das ist halt von SCS die Programmierfehler von der KI. Naja. Boah. So. Aber auch vor allem, was sehr interessant ist, eine seiner Videos, dieses, was brauchst du was und für welches Land, nicht nur für CMR. Also, vor allem, wenn du, so wie bei Diesel TV, der hat eine Tour nach England gehabt. Wie manchmal das umständlich sein kann, was du da alles manchmal brauchst. Also es ist vorab, auch wenn es digital ist, ne? Aber es ist schon. Ist schon krass. Anhand seinen Videos von Trucker, also von Logistik der Kanal, habe ich mir dann einfach mal so eine Excel-Tabelle gemacht, wie das ablaufen könnte. Ich weiß, die ist nicht hundertprozentig, aber
Das heißt, wie so, wie eine Disposition abläuft, Abrechnung, also wirklich von A nach B. Spesen. Das ist schon Wahnsinn. Ich meine, ich habe hier bei der virtuellen Software, also ich war bei, ich weiß gar nicht, SpeedV, das ist so ein virtuelles Verwaltungssystem. Ich bin bei Truckers Book, also wo du auch sehen kannst, was du für Touren fährst. Speditionsziel waren monatlich immer 5000 Kilometer. Also man könnte sagen, ich bin mit 2500 Kilometer gestartet und bin damit 2,5 Stunden unterwegs. Realtime. Spielzeit 4 Minuten bis 1 Minute in Real Life. Da fragen sich auch welche, wie kann man sich damit beschäftigen? Das ist wirklich so. Naja. Mir macht es einfach Spaß, von A nach B zu fahren oder so. Na komm, Kollege, kannst fahren. Dann halt nicht. Erst blinkst du, dann fährst du nicht. Naja. Aber das Schöne ist, so wird es die nächsten fünf Tage, also mit heute, auf jeden Fall ablaufen. Am Freitag ist dann die letzter Tag. Geplant ist, da ich so Freitagnachmittag dann fertig bin. Na, warum willst du nicht schalten? Faszinierend, ey. Naja. Gut. Bist du auch schon mal Spezialtransport gefahren? Oder hauptsächlich nur Kühler. Ja. Oh, cool. Ich glaube, das muss heftig sein, ey. Ich glaube, die dürfen nur von 6 bis 22 fahren, richtig? Und nur bestimmte, ja gut, bestimmte Strecken, das ist klar. Ich weiß, es ist jetzt nur ein Spiel, ja, aber es gibt auch hier ein DLC, das ist auch ein Spezialtransport, wo du Begleitfahrzeug hast. Hier ist es aber auch so, dass du oder ich versuche halt das ein bisschen aufzubauen, dass das halt über einen Server halt läuft. Weil wir haben hier in, wie gesagt, Mannheim ist bei uns der Spezialtransport. Wir haben, ach scheiße, hat einen Telepass. Wir haben einen VW-Bus und wir haben einen Transit. Einen Transitbus.
wo wir quasi dann selbst als Begleitfahrzeug fahren. Das heißt, ein Spieler fährt einen Spezialtransport und zwei Spieler machen halt die Absicherung. Ja, leider ist es halt nicht so. Es ist halt schwer, auch Leute zu finden, halt, ne? Weil das Spiel ist schon... Man könnte sagen, es gibt für das virtuelle Verwaltungssystem hier gibt so viele Speditionen, aber du findest kaum halt Fahrer oder Leute, die halt da Spaß dran haben. Genauso wie jetzt einmal den Communities, also ich versuche gerade jeden Dienstag einmal einen Community-Stream für LS zu organisieren. Und Hans immer auch gerade bei der Silverrun Forest, also das ist so eine Holzfäller-Map. Jawohl, Lambo, lass grüßen. Lustig. Aber ja. Es ist halt bloß die Frage. Also ich weiß nicht, inwiefern sich das da bei dem Spezialtransport oder Schwertransport halt verändert hat. Ob das jetzt. Ob die Auflagen jetzt schwerer geworden sind oder nicht. Weil da muss ich ehrlich gesehen, da habe ich noch nicht so viel bei Logistikkanal geguckt. Oder gesehen vor allem. Ich weiß nur, dass das hat Diesel TV heute bekannt gegeben, dass er bei so einem Spezialtransport oder so bei den. Junge. Könnt ihr aber mal sagen, was ihr da fahrt? Ach, ist da schon wieder ein Unfall passiert. So, jetzt habe ich mich festgefahren. Geil. Ach, da steht doch gar nichts, Freunde. Na gut, habt ihr nochmal Glück gehabt. Ansonsten hätte ich jetzt gleich die Konsole aktiviert und einfach mal die KI auf 0 gemacht und wieder neu geladen. Also in dem Spiel fahre ich gerne wirklich lange Strecken, weil es mir einfach Spaß macht. Ups. Ich habe auch schon mal, also American Truck habe ich auch schon versucht zu fahren.
Also auch mit demselben Equipment, so wie ich das halt auch hier fahre. Aber schon bei der Einführung habe ich einen LKW bis zu 70% Schaden mit Auflieger erwischt. Nein. Tut mir leid, das werde ich... Ein tolles Spiel, sage ich wirklich nichts dagegen, aber... Ich bleib lieber bei denen. Und das Tolle war noch, ich habe noch mit Schaltung gefahren. 16 Gang Swift. Ich habe den schön an die Wand geklatscht. Das hat richtig Spaß gemacht. Vor allem, ich wusste nie, wie sollst du mit so einem amerikanischen Truck mit Hänger ausholen, dass du richtig da fahren tust. Das heißt, vorne am Motor, ne, die Spiegel. Oh. Und ich habe schon alle Hilfe eingestellt, wo es ging. Also, ja. Ich und mein LKW meinten dann am Ende, wir legen dann uns einfach auf die Seite und schlafen mal. Das war wirklich interessant. Auch wenn es eine Simulation ist. Aber man kriegt da mal ungefähr so mal so ein Gefühl, wie es bei euch Trucker da draußen wirklich mal aussieht. Also. Die Dimensionen vor allem. Das ist schon. Wahnsinn. Leider ist die KI wirklich nicht so... Naja, sie ist schon gut programmiert, aber gerade wenn die sehen, da fährt ein LKW, du fährst, die sehen dich auch nicht und fahren voll in dich rein. Ja... Normalerweise fahre ich schon immer mit 100%. Es gab ja auch damals diesen Scania Einpack-Simulator. Bronze, Silber, Gold, je nach Zeit, wie du halt einparken kannst. Ja. Mit dem habe ich angefangen. Dann kam der erste ETS raus. Und dann 2012 der hier. Und seitdem... Ja. Hat es mich wirklich gehypt. Also ich habe bei meinem YouTube-Kanal, habe ich mal platt gemacht, weil ich neu aufgebaut habe. Auch jetzt immer, auch während ich jetzt hier am Stream bin, nehme ich immer eine ganze Folge auf. Das heißt, selbst wenn ich jetzt noch 748 Kilometer habe, ich habe jetzt ungefähr noch 15 Minuten Lenkzeit. Das heißt, ich darf auch gleich meine Dreiviertelstunde machen. Und dann kommen die nächsten 4,5. Also bis ich fertig bin, dürfte es 9,5, 10 sein. Und dann gehe ich erst schlafen. Ah, was heißt schlafen? Ich kann zwar nicht 100% sicher realistisch machen, aber ich versuch's. Geht zwar auf die Stromrechner, aber ist mir Latte. Das ist mir Latte. So, dann muss ich mal gleich mal gucken.
weiß nicht, ob ich es noch bis Inferno schaffe. Ich habe hier so ein Tablet, da ist ein Simdash-Bot drauf. Das ist eine Karte. Also ich habe hier mal die Karte, aber die sieht man ja nicht, weil die Kamera drauf ist. Aber... hinter Liverno. Da ist noch was. Könnte ich packen. Das könnte ich packen. Ah, ich muss nämlich auch dringend mal auf den Boxenstopp einlegen. Aufnahme 1 Stunde 42, wow. Das ist heftig. Naja, die Videos schneide ich dann alle immer bei mir in 20 Minuten Videos. Nein. Oh, das ist ja noch besser. Ah, dafür, dass ich jetzt hier abfahren muss. Ah, kommen wir noch besser. Kommen wir noch eher dran. Eines kann ich schon mal sagen, mit den Mirror Cams kann ich mich, sind zwar erfahrungsgemäß gut im Spiel, aber ich hab, weiß nicht, ich mag lieber die Spiegel. Die Technik ist geil, sage ich ganz ehrlich, aber bei dem neuen DAF, es gibt ja unten an der Tür die noch mit Fenster, also ich hätte Angst, wenn mir jemand die Scheibe da einschlägt. Vor allem, ich meine, guck mal, fährt die Polizei vorbei, die sieht es, ja, und dass du da ohne Schuhe fährst, ne, und dann halten sie dich wegen so einer Pipikalle an, ne? Zum Beispiel. Ah ja, ich weiß. Niedriger Tank. Aber ich glaube, meine Tankstelle dürfte kann schon kommen. Kommt ja gar keiner. Na gut, dann fahren wir nach Florenz mal rein. Ups. Ein Flieger. Er versucht hier zu landen, ne? Wir fahren weiter nach Florenz rein. Muss zwar einen kleinen Umweg fahren, aber... ich habe keine Lust, dass ich mir jetzt meine Lenkzeit versau.
Ja, den Mod werden wir gleich deaktivieren. So, hinten habe ich die Tankstelle. Können wir nämlich dann noch gleich tanken, dann passt das. Hei, hei, hei. Fünf Minuten Vorlenkzeit. Naja, wie gesagt, realistisch ist es zwar nicht, aber... So. So, gehen wir kurz in den Mod Manager rein. Der ist ja draußen, den gibt's nicht mehr. Was ist das denn? Ah, ja. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Bartalo. Ciao, ciao. Da haben wir's.